So, da bin ich aber auch schon wieder direkt zurück. Gerade erst Level 100 erreicht. Das habe ich euch natürlich mitgeteilt. Und des Weiteren gibt es jetzt eine neue Streaming in Anführungszeichen Plattform, die aber nur für eure Freunde und euch sind. Denn nicht jeder will unbedingt auf YouTube streamen oder auf Twitch. Auf YouTube ist es zwar möglich, privat zu streamen, aber da muss man natürlich den Link den anderen zukommen lassen. Aber jeder kennt diese Plattform eigentlich. Auf jeden Fall mal die Jüngeren. Für mich, die jetzt so um die 30, 40 sind, denen sagt das eher nichts. Hausparty ist natürlich, wie der Name schon sagt, Hausparty, aber virtuell gesehen. Ihr seht hier auf dem Bild auch schon, einer spielt Fortnite, zwei gucken zu. Wir gucken uns das Video immer ganz entspannt an. Ich denke mal, die meisten werden wissen, was von euch Hausparty sind. Ich weiß es auch nur von meinem Sohn. Also ich selber habe da noch nie reingeguckt. Also würde ich mal sagen, Abfahrt. Ja, genau so habe ich es mir auch gedacht. Quasi einer spielt Fortnite, die anderen können zugucken. Ich denke mal, ihr könnt damit mehr anfangen als ich, aber ich wollte es euch nur mitteilen, falls der ein oder andere gerade nicht zu Hause ist oder sonst irgendwas. Das ist halt jetzt möglich und in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit der App. Ich kenne sie, wie gesagt, nichts, kann auch keine Erfahrungen dazu sagen oder sonstiges. Und in dem Sinne euch jetzt noch einen schönen Tag und haut rein. Und denkt dran, vergesst nicht gerne ein Like da zu lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne auch Abo da lassen. Oder als krönender Abschluss sogar gerne mein Creator-Code YT-Family. Also in dem Sinne, haut rein.